Bevor das Video richtig losgeht, möchte ich nur kurz sagen, dass ich Schmerzen am kleinen Finger habe. Wundert euch also nicht, wenn das Video heute irgendwie scheiße wird. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als ich auf diesem Kanal Nickelodeon Super Brawl gespielt habe? Nun, heute spiele ich sowas ähnliches. Heute spiele ich Nickelodeon Paper Battle. Und los geht's. Mal sehen, wen nehme ich? Obwohl SpongeBob Schwammkopf meine Lieblingsserie ist, nehme ich heute den roten Power Ranger. Ich kann nicht immer SpongeBob nehmen, das ist zu einseitig. Mir tun meine Gegner jetzt schon leid. Auf die Plätze, fertig, los. Und so wie es aussieht, sind meine Gegner Henry Danger, Max von den Thundermans und Patrick. Abgesehen von Patrick habe ich kein Mitleid mit den anderen Gegnern. Ich freue mich, sie richtig zusammenzuschlagen. Warum bin ich jetzt eine Ente? Okay, bis jetzt schlage ich mich nicht so gut, aber hey. Ich glaube, ich muss mich besser konzentrieren. Na also, geht doch. Jetzt habe ich den Bogen raus. Jetzt bekommt ihr richtig Dresche. Wie gewinnt man hier eigentlich? Ich verstehe Regeln hier nicht. Wie gewinne ich ein Duell? Hier gibt's keine konkrete Punkteanzeige. Wartet, nee, das muss jetzt kurz geklärt werden. Ja, ich wollte mich schlau machen, um die Regeln zu verstehen, aber das Einzige, was ich gekriegt habe, ist das hier. Damit bedient man die Maus, ich meine die Tastaturen, aber so richtig erklärt, wie man das Spiel hier gewinnt, das kriegt man hier nicht, also muss ich auf Glück hoffen. Hier sind so viele rosa Donuts. Wisst ihr, wer sich darüber freuen würde? Homer Simpson. Warte, Moment mal. Ich kenne diese Welt. Das sind die Game Shakers. Oh Mann, auch dieses Sitcom habe ich nicht gemocht. Ich finde, die neuen Nickelodeon-Sitcoms sind allesamt unlustig. Ich wünsche mir Big Time Rush, Drake und Josh und iCarly zurück. Ich verstehe immer noch nicht die Regeln. Ich habe 12 Punkte und einer hat 1 und die anderen haben 0, aber wann weiß ich, wann ich gewonnen habe? Brauche ich 20 Punkte, um zu gewinnen, oder? Ich verstehe die Regeln einfach nicht. Hier gibt's keine Anzeige, wie lange ein Kampf dauert. Hier gibt's keine Anzeige, wie viele Leben man verlieren muss. Und jetzt ist auch noch das Licht aus. Klasse.
Aber abgesehen davon, dass ich die Regeln nicht verstehe, ist es ein schönes Spiel. Ich kann wieder mit den ganzen Nickelodeon-Charaktere kämpfen, wie damals beim Nickelodeon Super Brawl. Das ist für mich nostalgisch. Aber ernsthaft, ich drücke jetzt nochmal auf Pause. Ich weiß nicht, wie lange dieser Kampf dauert. Also ich verstehe immer noch nicht die Regeln, aber wisst ihr was? Ich habe 30, der Zweitplatzierte hat 7, dann 3-2. Ich bin deutlich der Gewinner. Ich breche jetzt ab, ich habe gewonnen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Aber keine Angst, werte Zuschauer, das ist nicht das letzte Video. Morgen kommt noch ein Silvester-Abschlussvideo, also dann, freut euch schon mal darauf.